Ja, dann wollen wir sie suchen. 400 Meter. Das sollte ja relativ zügig zu machen sein. Also das ist bestimmt das... Toll. Das verschlossene Haus, oder was? Tür aufschließen. Okay. Für einen Pfeil. Und eine Truhe. Sehr schön. Und dann Vorräte. Ja, denn ich guck noch mal ganz kurz. Noch irgendwas übersehen? Nein. Ach du Scheiße. Oder zwei. So. Okay. Der ist wieder voll. Boah, ist das. Ist er neblig hier? Alter Schwede. Mir vorstellen, sich hier im Nebel auch gut wer versteckt. So, kommst du mit oder schwimmst du? Nee. Hatten wir jetzt hier nicht irgendwo? Ich muss sehen, was du siehst. Ist da irgendwas? Da läuft Leder rum. Ja, auf jeden Fall ein paar Tiere, würde ich sagen. Wölfe. Sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. So. Noch irgendwo jemand? Lass Loki hinter deinen Fesseln, ihr dreckigen Arschfresser! Das habe ich nicht verdient! Haut ab! Verschwindet! Hallo, kannst du mal aufstehen? So, den haben wir. Ah, die Pilze lassen wir mal lieber. Ach, da oben. Ach so, wiederbeleben. Garlin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt. Geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja, und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit Odins und Freyas Segen sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Ich habe unweit von hier ein Lager aufgeschlagen unter einem Leuchtfeuer. Geh dorthin und ruh dich aus. Eivor und ich suchen die anderen. Ich gehe zum... Mal ganz kurz gucken, wo ich hier bin. Erhole, werde ich wie Freya persönlich über die anderen wachen.
jemand. Jetzt wieder die Pfeile mit. War das gedünnt? Galen ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja, und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste trägt. Er wirkt etwas schwermütig, doch dank ihm sind uns die Götter wohlgesonnen. Und das muntert den Rest von uns auf. Was? Wo, 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 wo? So. Okay, von hier oben geht's auch nicht rein. Achso. Tragen? Ah! Alles klar. Einfach wegtragen, dann kann ich mich wahrscheinlich drunter durch. Weil hier nichts liegen lassen, ne? Hallo, tragen. Plündern, yes. Mal eine Fackel anmachen hier, wenn noch mehr rumliegt. Ne, sieht aber nicht so aus. So, kleiner Fall wieder. Danke. Und ich hätte die auch gerne wieder. So, würde ich sagen, gehen wir jetzt als nächstes hier hin. Überblicke das Land, Freundin. Da. Da und da. Okay, bis dann. Schwimmen wir hier mal ganz kurz rüber. Und das wäre rot. Mir nach dem Lager Sachsen, aus. Die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Die werden sofort angreifen. Oh, das sind ein paar mehr, würde ich sagen. Alter, wie viel sind denn das? So, na, geh da mal hin. Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf!
Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind. Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich dir ins Gesicht trete. Okay, also die Truhe haben wir schon mal gefunden. Sehr schön. Plündern wir erstmal, bevor wir helfen gehen. Kann man hier nicht irgendwie hoch? Das wäre cool. Boah, ist das dunkel. Selbst auf meinem Monitor ist das dunkel. Oh, Entschuldigung. Was ist denn da los? Du magst wohl Grünzeug. Ja, komm her, komm her, komm. Warte mal. Haben wir noch bis jetzt? Dann gehen wir hier mal rüber. Was geht da vor sich? Ja, komm her, komm her, komm her. So, jemanden hier ohne Fahrschein. Ich muss sagen. Oh, Was haben wir da denn noch? Soma, ich wusste, dass ich da draußen einen Wesen gehört habe. Ja, aber wir kamen nicht hin, danke. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Birna, ich habe ein Lager in der Nähe unter einem alter römischer Brief. Wir treffen uns dort, wenn ich die anderen gefunden habe. Resta Gratin. Der Verlauf deiner Schlacht von Adria Nupolis war unglücklich, aber das hiesige Heer ist dir weiterhin treu. Wir würden gerne nach Gallien marschieren und es verteidigen, da viele unserer Männer dort herkommen. Die Soldaten sehnen sich nach deinen anregenden Reden und deinem jugendlichen Feuer, das ihn in der Schlacht einhaust. Bitte triff mich in Lungdunum, sobald es dir recht ist. Wir werden die Pläne schmieden. Ist das ein neuer Hinweis? So. Jetzt hatte ich aber hier Birna und Galin. Wie Feuer und Eis, könnte ich mir... Ich glaube, das ist Birnas Langschiff. Schwer zu sagen, es ist so verkratzt und zerschlagen. Hm. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja. Eier lesen. Ha. Hier ist ein Gedicht über Birna. Inschrift auf dem Langschiff. Ein Schiff fest und treu... Ob auf See oder Fluss. Für die Schmugglerin, die mit dem tödlichen Kuss. Okay. Haben wir uns noch irgendwas hier? Ein paar Pfeile vielleicht? Danke. So. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Da haben wir noch. Proviant ist voll. Also rüber auf die andere Seite. Breite deine Flügel aus. Da laufen auf jeden Fall Leute rum. Sehen wir uns noch irgendwo jemanden? Da. Schwimm hier rüber. Eine Gruppe Gefangener Dänen. Ach Quatsch. Sieh mal nach, Sühnen.
Doch ein paar mehr. Ja, komm. Trau dich. Man findet hier keine Ruhe. Verdammt, so hat der mich mit dem Vorteil. Bravo, leiden. So. Also Pfeile hätte ich auch noch genug. Oh, ohne Wind in meinen Segeln. Ich töte dich! Seid klug! Bringt euch nicht in Wenn du so nett wärst, ich hatte nicht den besten Tag. Komm mit mir. Birna und Galen sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Ein haltet den Wicht auf Trab! Hätten wir bestimmt noch ein paar, ne? Das überlebst du nicht. Verdammt! Wollte ich mir gerade holen. Ich wollte hier nur noch irgendwas. Ach, da ist die Kiste. Dran vorbeigelaufen. Nee, da ist noch das Langschiff. Dann müssen wir mal kurz angucken hier. Ein Gedicht über Leaf. Hat er es über sich selbst geschrieben? Inschrift auf dem Langschiff. Dieser Schiffbauer liebte seine Kunst und es gilt, dass er trägt seine Ehre vom Herz wie ein Schild. Was? Haben wir sie? Sind. Hat so irgendwie vergessen hier? Müssen wir sehen? Nö, ich denke mal, jetzt müssen wir hier wieder zum Lager.
Mühe durch die Wildnis. Middletune. Ah, hier gibt es noch was zu futtern. Danke. Ja, nun voll, ja. All gut. So. Mein Kaffee. Hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Oh, und oh, da bin ich ja wieder gefragt. Sie werden dankbar sein. Es zählt nur, welche Art Anführung. Elfhoff. Sie werden vor allem ihre Feinde. Ah, sie werden dankbar sein. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonna. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Jawohl. Okay. Ah. Was für eine Nacht. Schon wieder morgen. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Ja, sehr gut. Oh, nochmal zwei Fertigkeiten. Vielleicht sollten wir so langsam mal. Genau, das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Da haben wir noch ein paar zu vergeben. 6 Stück. Genau, ich wollte ja noch ein Adrenalin. Das wollte ich auf jeden Fall noch haben. Ein Adrenalinpunkt. Und jetzt können wir uns mal gucken. Was haben wir hier? Jagdbogen-Kombo. Nahkampf ist nicht schlecht. Notfall ziehen. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Was haben wir hier unten noch? Bogen-Nahkampfwechsel. Wenn du zwischen Bogen- und Nahkampfangriffen wechselst, richtest du für kurze Zeit extra Schaden an. Ja, ist nicht schlecht. Nahkampf müsste ich dafür. Oh, da geht ein neuer Baum auf. Vielleicht was Interessantes dabei. Adrenalin beim Schlag. Das wäre natürlich geil. Du hältst Adrenalin, wenn du in einem Sperrgebiet Truhen plünderst oder etwas stiehlst, während du schleichst und unentdeckt bist. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Stärke 80. Sehr schön. So, dann quatschen wir noch mal kurz hier mit denen, ne? Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben.
Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Ja, immer wieder gerne. So. Jetzt haben wir Quatschen heute. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Ja, aber nicht heute. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. So, dann haben wir ja hier auch noch... Du bist Birna. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Okay. Ja, dann würde ich sagen,